Pietro Lombardi, so beschützt er seine kleine Familie. Bei Pietro Lombardi wurde versucht einzubrechen. Jetzt erklärt der DSDS-Juror, wie er seine Familie in Zukunft schützen will. Ein Albtraum für Pietro Lombardi. Verbrecher haben versucht, in die Villa des DSDS-Jurors einzubrechen. Und seine Laura und Söhnchen Leano waren zu Hause. Nach dem Einbruchsschock rüstet der Sänger jetzt richtig auf. So schützt er seine kleine Familie. Es scheint so, als hätten Kriminelle das Haus von Pietro und seiner Familie dauerhaft im Visier, denn auch schon Oliver Pocher und seine Familie wurde vor knapp 2 Jahren Opfer von Dieben, als sie ins Pietros Villa vorübergehend Unterschlupf gefunden hatten. Pietro Lombardi berichtet von dem Einbruch. Pietro beschreibt den erneuten Einbruch bei Instagram. Zuerst habe es nur ein paar Mal geklingelt. Doch keine 10 Minuten später ging die Action ab. Die Familie sei oben gewesen und wir hören nur Pam, Pam, Pam. Der Familienvater sei runtergerannt, dann der Schock, ich sehe maskierte Menschen, die versuchen, hier mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen. Die seien zwar dann abgehauen, aber Pietro sagt an die Einbrecher gerichtet, ihr kleinen Bastarde, ihr Dreckskinder, wer meine Familie anfasst, ich schwöre euch. Ihr Hunde, Alter. Und später, seid froh, dass ich nicht einen von euch gepackt habe. Pietro hat nun ein Security-Team engagiert, das Tag und Nacht das Haus bewacht. Und zusätzlich hat die Familie auch ein neues Mitglied, Welpe Prinz. Der ist zwar noch klein, doch wenn er ausgewachsen ist, hat der Herdenhund einen starken Schutztrieb und dient damit hervorragend als Wachhund, der Eindringlinge furchtlos vertreibt. Genau das, was Pietro und seine kleine Familie jetzt brauchen.